Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt. Tage nach dem Ballermann. Und sind wir wieder Bumsbar. Heute ist Freitag, der 22. September 2023 bei rund 26 Grad hier an der Playa. Wir haben gleich 17 Uhr und ich bin wieder für euch unterwegs an der Playa de Palma auf Mallorca. Ja, kommen wir direkt mal zum aktuellen Tagesgeschehen. Es hat heute geregnet. Also, keine Ahnung, wo der Regen wieder herkam. Um 9 Uhr hat es wieder geregnet, wie verrückt. Das hat sich so von 9 bis um 11 Uhr ganz gut eingeregnet. Danach kam die Sonne raus. Aktuell sieht es hier so aus. Sonne scheint wieder. Kommen noch Wolken am Himmel. Und ich hoffe, für die nächsten Tage haben wir erstmal genug Regen gehabt. Reicht nämlich jetzt, ne? Das reicht. Dann kommen wir mal zu den Auftritten heute. Wen haben wir denn heute am Start? Im Bierkönig um 17 Uhr die Zipfelbuben. Haben wir jetzt gleich. Dann haben wir Tobi. Um 20 Uhr, dann kommen Yo, auch die... Snapchat, was geht ab, was ey? Geht ab, ey? Was geht ab, was Snapchat? Geht ab? Bruder, Habibi! Habibi! Ich bin dein Freund! Jo, sehr geil! Ja? Ja. Mit deinem Freund? Das ist geil! Habibi, Bruder! Was geht bei dir? Warst du im Megapark? Ja, safe, oder? Safe? Was geht bei dir? Ich geh jetzt auch im Megapark zum Lukas. Komm mit, Bruder, komm mit! Na, ich muss erst mal ein bisschen Videos machen. Megapark ist scheiße, Megapark ist scheiße. Na, ich finde den Megapark doch ganz gut. So, also, weiter. Tobi ist um 20 Uhr. Die Kreisliga-Legende ist heute um 23 Uhr da. Und dann haben wir, ich habe gestern gesagt, der Asphalt-Anton ist da. Das war eine falsche Information leider. Carolina war um 1 Uhr da. Dafür ist der Asphalt-Anton heute da. Dann haben wir im Megapark um 12 Uhr hatten wir heute Annie. Um 17 Uhr Lukas Cordalis. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Ich hoffe, der ist pünktlich. Dann haben wir noch um 17.30 Uhr DJ Scotty im Anschluss von Lukas. 20.30 Uhr Candela Squad und 22.30 Uhr Maxwell 187. Ja, Lukas ist noch nicht dran. Hat noch, glaube ich, noch keine 5 Uhr, oder? Was haben wir? Ja, noch 2 Minuten. Dann haben wir heute noch in der MK Arena ist Sandy Wagner. Im Oberbayern Jasmin. Jasmin Herren. Dann um, ich weiß gar nicht, heißt sie überhaupt noch Herren mit Nachname? Hat die sich mittlerweile oben benannt? I don't know. Auf jeden Fall steht nur noch Jasmin am Plakat. Ja. Kann sein, dass sie sich umbenannt hat. Jetzt heißt sie nur noch Jasmin. Dann haben wir um 0.30 Uhr Hannes, um 2 Uhr Melanie Müller und den Boleros heute Annabelle Andersson. So, gerade angekommen vom Megapark. Gehen wir mal eben rein zum Lukas und schauen, was da heute los ist. Ich denke, dadurch, dass wir heute Freitag haben, ist der Megapark ganz gut gefüllt. Das war der Start in den Tag. Wir sehen uns später. Schönen Tag, bis später. So, Lukas ist noch nicht dran, deswegen bin ich schon mal ganz kurz rausgegangen hier zum Sechser. Ja, wie vermutet, der Megapark ist ganz gut gefüllt. Hier draußen ist auch gut was los.
Das war jetzt Lukas Cordalis im Megapark. Wir haben, wie viel haben wir? Mal kurz gucken. Wir haben gleich 6:30. Ja, ich lasse noch ein bisschen auf der Mauer. Laufen wir noch mal ein kleines bisschen hier rum auf meinem Weg nach Hause. Ich habe gleich noch ein bisschen was zu tun. Ja, und der Megapark war ordentlich gefüllt. Ne? Also eigentlich bis hinten drin waren Leute vorhanden. Deswegen gehe ich davon aus, dass heute Abend der Auftritt von der Canela Squad nicht eine Dreiviertelstunde später ist, sondern entweder pünktlich oder irgendwann zwischen pünktlich und einer halben Stunde. Mal gucken, wann ich zu Hause wegkomme, ob ich ein kleines bisschen davon mitbekomme. Je nachdem, wann ich losgehe. Aber jetzt wieder traumhaftes Wetter. Wenn man heute Morgen gesehen hat, um 9 Uhr aus dem Fenster geguckt hat, wie da geregnet hat wieder. Und jetzt wieder alles vorbei. Alles tipptopp. Temperaturen sind auch in einem angenehmen Rahmen. Ich glaube, die 30 Grad Marke werden wir vorerst nicht mehr knacken. Vielleicht kommen wir mal der ein oder andere Tag dieses Jahr, aber glaube ich nicht so wirklich dran. Für die nächsten 2 Wochen sind maximal 28 Grad vorhergesagt, meistens mit Sonne. Und dann haben wir hoffentlich einen schönen Herbst hier an der Playa. Aber nochmal der Hinweis für alle, die jetzt kommen, so ab nächster Woche, für abends nochmal ein Jäckchen oder eine lange Hose mitbringen, da kann es ein bisschen frischer werden. Die Temperaturen gehen mittlerweile auch abends ein bisschen wieder zurück. Uhr, weiter geht's am Abend Richtung Nacht. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Unser Weg führt uns erstmal in den Megapark. Da ist ab 20.30 Uhr angekündigt Canela Squad. Bin mal gespannt, ob sie schon dran sind oder wann sie anfangen. Ja, und hier am Amrum Beach Club, wo wir gerade stehen, da war ja, vor Wochen war immer mal alle 2 Wochen irgendwie so eine Veranstaltung. Entweder ist jetzt die Saison vorbei für die oder ist vielleicht nächste Woche. Mal beobachten. Thank you.
21.48 Uhr, das war jetzt Candelas Court im Megapark. Stehen hier gerade vor dem Oberbayern. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Erstens sind noch keine Auftritte da und zweitens wird es wahrscheinlich später eh wieder zu spät für mich sein. Das ist irgendwie nicht meine Uhrzeit, die Auftritte da. Und selbst wenn, bin ich dann meistens im Latino kleben geblieben. Ne? Kennt man ja. Ja, wir laufen jetzt mal ein kleines bisschen noch hier unten an der Promenade lang. Freitagabend. Einiges los. Oh, den kenne ich noch gar nicht. Da sitzt jetzt einer mit einer Orgel, Klavier. Immer sehr viele Musikanten unterwegs, aber ihn kenne ich noch nicht. Mal sehen, vielleicht sieht man ihn öfters. Bezüglich Wetter, ja, keine Wolke am Himmel, der Mond scheint, alles tipptopp, aber es wird doch langsam relativ frisch. Die Nacht rund 20 Grad, ich weiß nicht, habe ich halt vorhin schon erzählt. Und ja, ab morgen wird die Nacht dann noch ein bisschen frischer. Ich glaube, ich muss mal auch eine Jacke auspacken, um abends, wenn es nach Hause geht, mit einer Jacke nach Hause zu gehen, weil ja, man holt sich halt schnell was weg. Ne? Vor allem, wenn dann der Wind ein bisschen weht, dann ist man schnell erkältet. So. Am Chalet Siena, sorry, sehr gut gefüllt. Die ganze Show brauchen wir uns das nicht angucken. Wir laufen ja auf das Thema vorbei. Gemacht. Was ist denn hier los? Das ist die zivilisiertere. Ah, wir haben die Straße hier ein bisschen neu gemacht. Okay. Ich habe ja eigentlich schon aus dem Winter, dass hier irgendwie die Straßen gemacht werden.
Ja, in die Schienenstraße biegen wir jetzt gerade nicht, oder was heißt, biegen wir gerade nicht ab. Wir gehen nicht weiter geradeaus, sondern ich gehe links Richtung Latino. Aber in die Schienenstraße gehen wir nachher. Um 23 Uhr ist die Kreisliga-Legende da. Und dann werden wir mal in der Schienenstraße sein und danach im Bierkönig. Und jetzt geht es erstmal links rum Richtung Latino. Bei dem Dominik-Tag sagen. Da habe ich gesagt, wie viel haben wir jetzt? 21.54 Uhr haben wir jetzt, ja. 23 Uhr fängt Kreisliga-Legende an. Maybe vielleicht ein bisschen später. Gut möglich, dass ich nochmal zu Sierra Madre gehe, in die Bierstraße. Hallo, Leo. Los, Stuttgart für 3-1 gegen Darmstadt. Guter Start. Hätte ich mir beim FC auch gewünscht. Aber der FC hat nach 4 Spielen 1 Punkt. Das ist gar nicht mal so gut. So, und damit es rot haben und ich euch nicht länger warten lassen will, mache ich hier mal einen Cut und dann sehen wir uns gleich. Also schön, im Latino, in der Schengenstraße, in der Bierstraße, irgendwo werden wir uns schon sehen. Oh!
Das war Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mich noch nicht abonniert habt, dann hinterlasst ja gerne ein kostenloses Abo, schreibt einen Kommentar, hinterlasst einen Daumen und folgt mir auch gerne bei Instagram und bei TikTok unter dem Namen Playaholica. Buenos, adios und tschüss.